so viel Harmonie und so viel spritziger Ironie zu einem Thema überzuleiten, das den Titel des heutigen Diskussionsabend mit dem durchaus fragwürdigen, umstrittenen oder streitbaren Satz "Ich will meinen Diktator behalten" von Ahmed Hamas verfasst vor ungefähr einem Jahr. Ich habe den Eindruck, dass wir hier nicht besonders viel Harmonie erleben werden. Aber ich habe das große Problem, da ist schon alles schiefgegangen, dass die beiden Diskutanten sich gerade eben schon das Du angeboten haben. Als wir mit der Idee, beziehungsweise Florian Biggert, einer der Kuratoren heute Abend, mit der Idee ankamen, Hamed Abdessamad und Ahmed A.W. Hamas gegeneinander antreten zu lassen, da sagte einer meiner Mitherausgeber von Zeitschrift Zenit, die ich mit herausgehe, nur um Gottes Willen, wer hat sich denn das einfallen lassen? Florian Bigge, wo ist er hier im Raum? Im Zweifelsfall, schicken Sie Ihre Empörungstweets bitte an seine Adresse. Sie können hier gerne also Videoaufzeichnung machen und fotografieren. Wir haben nichts dagegen vorne auf dem Podium, aber ich möchte alle im Publikum darauf hinweisen, dass das durchaus passieren könnte und dass diese Bilder und die Kommentare des heutigen Abends irgendwann auf YouTube zu sehen sein könnten. Ich stelle Ihnen unsere beiden Kontrahenten heute Abend vor, sofern ich das eigentlich noch muss. Zu meiner Rechten sitzt Ahmed Hamas. Ich bezeichne ihn als einen Utopisten und Anarchisten. Ich glaube, das hast du auch schon selbst oft getan. Im Brotberuf ist er Dolmetscher, Übersetzer und Arabist und Science-Fiction-Autor, wovon man noch nicht unbedingt leben kann als arabischer Science-Fiction-Autor. Die arabische Welt ist da noch nicht sehr offen für und auch in Deutschland haben wir diesbezüglich, ähnlich wie bei der Graphic Novel draußen, durchaus noch Nachholbedarf. Er ist 1952 in Berlin geboren und ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines irakischen Vaters. Er ist in den 60er Jahren nach Damaskus gezogen, um dort unter anderem den ersten Rock'n'Roll, Heavy Metal, Progressive Rock, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals hieß, also Laden für Rock'n'Roll Musik zu eröffnen. Er hat damals bereits mit erneuerbaren Energien experimentiert und hat damals versucht, einen Laden, also ein Geschäft für Solarenergie in Damaskus zu eröffnen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Nicht nur versucht. Hat auch geklappt, wunderbar. Er bloggt heute unter dem Pseudonym Datenscheich bei der Taz. Und er stellt sich selbst als einen Optimisten dar. Was auch immer das heißt. Denn im Vorfeld haben wir über die Frage natürlich diskutiert, Optimist und Pessimist. Sie können sich gleich vorstellen, wer der Pessimist hier angeblich ist. Die Sache ist nur, ein Optimist, Sie kennen die alte Geschichte, der Pessimist sagt, es ist so schrecklich, es kann gar nicht schlimmer werden. Und der Optimist sagt, doch, das kann noch schlimmer werden. Also es ist fraglich, ob hier tatsächlich links von mir ein Pessimist und rechts von mir ein Optimist sitzt. Den Mann links von mir, Hamed Abdessamad, den werden vermutlich auch die meisten von Ihnen bereits kennen. Er ist Ägypter, ist 1972 in Gizeh geboren und hat seine Autobiografie nach damals als Jugendlicher, der einer sehr konservativen muslimischen Familie entstammt, durchaus mit dem Islamismus geflirtet, ist dann als 23-Jähriger nach Deutschland gekommen zum Studieren, nach München. Nicht als DAD-Stipendiat übrigens skandalöserweise, sondern er hat Autos gewaschen in München, um sich dort sein Studium zu finanzieren. Aus ihm ist ein erfolgreicher Publizist, ein Politologe und Publizist geworden, der irgendwann mal in der Harald-Schmidt-Show den Satz gesagt hat, ich habe angefangen mit meiner Arbeit Geld zu verdienen, als ich meinen Migrationshintergrund in den Vordergrund gestellt habe. Der ein oder andere mag ihn mit seinen beachtlichen Sachbucherfolgen, hat zuletzt den Untergang der islamischen Welt geschrieben, den Sie auch da draußen auf dem Büchertisch finden, hat ihn als Kronzeugen der Islamkritik bezeichnet. Ich denke, er selbst betrachtet sich als einen publizierenden Freigeist, der für den Applaus, den er von der einen oder anderen Seite bekommt, für die Kritik nichts kann. Und er war im letzten Jahr mit Henrik Broder in der ARD auf der Deutschland-Safari unterwegs. Wahrscheinlich haben das die einen oder anderen von Ihnen auch gesehen. Und es steht zu befürchten, dass es davon noch eine Nachfolgereihe gibt. Diesmal wird es um Europa gehen. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel verraten. Ahmed Hamas, Sie haben damals, und ein bisschen bin ich auch Mittäter dieser ganzen Verwicklung, vor einem Jahr einen Kommentar geschrieben zur Situation in Syrien
Und diesen Kommentar, den Titel des Kommentars haben wir aufgegriffen für die heutige Veranstaltung. Und das, Sie sagten damals, ich will meinen Diktator behalten, Reformen ja, aber Umsturz in Syrien nein. Würden Sie das heute noch so schreiben und stehen Sie zu Ihrer Meinung? Ja, also ganz ehrlich gesagt, zwischendurch hätte ich den Titel gerne mal verändert. Das war so ja im Frühjahr dieses Jahres. Da hätte ich gerne geschrieben, ich hätte meinen Diktator gerne behalten. Inzwischen ist es aber so, dass ich sage, nee, der Titel stimmt. Also je mehr internationaler Druck gegenüber Syrien ausgeübt wird, je mehr äußere Einflüsse und immer mehr Hände, immer mehr alte Rechnungen aufgemacht werden sollen, desto mehr vertrete ich ja, diesen Standpunkt. Das ist ein altes arabisches Sprichwort, das sagt, der satte Sultan ist mir lieber als der hungrige Sultan. Das ist die deutsche Übersetzung von dem Titel im Entwurf. Wir kombinieren hier gerade, Herr Füchs hat es gerade eben angesprochen, Wissenschaft, Kunst, politischen Aktivismus, Journalismus und machen jetzt hier auf diesem Podium das, was das Grauen für jeden Universitätsprofessor ist, nämlich wir kontrahieren und kombinieren persönliche anekdotische Erfahrungen mit der politischen Analyse. Herr Abdesamad, das tun Sie in Ihren Büchern auch. Was sagen Sie dazu? Halten Sie das für tragbar, was Herr Chames gerade gesagt hat? Ich kann diesen Satz verstehen, wenn es von einem einfachen Bauern in Homs oder in der Umgebung von Damaskus in ländlichen Gebieten kommt. Aber von einem Intellektuellen, der in Deutschland lebt, finde ich das sehr kontraproduktiv. Das ist sogar eine Verschwörung gegen die Menschen, die ihr Leben tagtäglich riskieren, um in Freiheit endlich leben zu können. Diese Menschen, die getötet werden in Syrien, auch in Ägypten und anderswo in der arabischen Welt, wurden jahrzehntelang unterdrückt, genau mit dieser Philosophie, genau mit dieser Haltung, mit der sogenannten schweigenden Mehrheit, die endlich mal den Mund halten sollte und nicht noch einmal den Diktator den Rücken stärkt nach all dem, was er verbrochen hat. Was bedeutet, ein satter Diktator ist besser als ein hungriger Sultan? Was bedeutet das? Nun, das ist eine Erfahrung, die die Bewohner von Damaskus, immerhin die älteste andauernd bewohnte Stadt auf diesem Planeten, gemacht haben im Hinblick auf ihr Überleben. Und es muss doch irgendeine Bedeutung haben, dass diese Gesellschaft die älteste bestehende Gesellschaft auf dem Planeten ist. Ich meine, als jemand mit einer deutschen Mutter hatte ich immer das Problem, dass das Damaszener Volk sagt, die Hand, die ich nicht schlagen kann, küsse ich. Aber Altertum ist doch keine Tugend. So lange auf der Welt da zu sein, ist nichts Gutes an sich. Es kommt darauf an, wie man sich entwickelt. Und warum hat man sich in der arabischen Welt Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht entwickelt? Eben weil man früher diese Geisteshaltung immer zementiert hat. Die Geistlichen, die Ärmeren. Und jetzt kommt, ich behaupte nicht, dass es die Mehrheit in Syrien ist oder in Ägypten sogar, kommt diese Jugend und will anders leben. Rebelliert, riskiert ihr Leben, um in neue Zeiten aufzubrechen, und sie werden gebremst von solchen dummen Aussagen. Entschuldigung. Ich möchte die Arroganz zurückweisen, mit der du den Bauern von Damaskus oder in der Umgebung von Homs eben angegriffen hast. Warum? Ich bin ein Bauer aus der Umgebung von Damaskus. Das habe ich aber nicht gemeint. Nein, aber ich bin dort. Ich habe ein Stück Land in der Nähe von Damaskus. Ich habe mit den Menschen dort gelebt, gearbeitet, und zwar auf gleichem Niveau, also in Augenhöhe. Mein Vater als Iraker kommt übrigens aus demselben Kaff wie Saddam, und man hätte ihn auch als Klon austauschen können. Ist genau die gleiche Mentalität. Der hat mir immer gesagt, Ahmed, du musst mit den Leuten umgehen, die müssen vor dir knien. Die müssen sich vor dir zu Boden werfen. Das war sozusagen, er hatte die Kohle, er war der Millionär, er konnte das entscheiden. Und ich habe ihm gesagt, ich will das nicht. Und zu mir sind meine Arbeiter gekommen, weil ich sie gut behandelt habe. Also genau so wie der syrische Diktator sein Volk behandelt hat in den letzten Jahren, oder? Ich habe Präsident Assad persönlich kennengelernt, ich habe ihn lieb gewonnen. Und zwar war das im Auftrag des Deutschen Auswärtigen Amtes meine allererste Übersetzungsbegleitung oder Dolmetschbegleitung. Das haben wir alle jetzt gerade gemerkt, ja. Ja, und er hat mir damals gefallen, weil er war dem Ideal dieser Utopie des väterlichen Diktators. Alle haben sie es probiert, Hitler, Stalin, jeder versucht, diesen väterlichen Diktator darzustellen als Vater des Volkes.
Präsident Assad hat das verdammt weit gebracht in der Richtung. Und wenn du dir mal überlegst, er hat zumindest in Syrien in keinen sinnlosen Krieg geführt wie Saddam im Irak. Ich muss ja wissen, was für mein Geld hier tun. Ansonsten könnte ich mich ja auch jetzt zurückziehen und sagen, das läuft alles ganz wunderbar. Normalerweise muss ich bei Diskussionsveranstaltungen ein bisschen was aus den Leuten rauskitzeln und so Einzelinterviews machen. Aber es läuft ja eigentlich ganz gut. Aber trotzdem, Ahmed, was du gerade sagst, hat ja so etwas Essentialistisches. Und das ist auch etwas, was ich aus deinen Publikationen ab und zu herausgelesen habe. So eine gewisse Einstellung, die Menschen im Nahen Osten sind halt so. Sie sind auf der einen Seite... Und das ist ein sehr westliches Bild, was mich deswegen besonders überrascht, weil du ja nun beide Kulturen kennengelernt hast. Sie brauchen Herrschaft. Es ist eine sehr unpopuläre Aussage natürlich im Westen. Aber kannst du das erklären, warum du so es ist ein stereotypes Bild der arabischen Welt, das du hier entwirfst? Nein, aus meiner Sicht ist es kein Stereotyp, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ich beziehe gleich Dresche. Der Grund dafür ist, weil wir ein dekadentes Matriarchat erben. Was ist wir, das? Wir in Europa oder? Nein, in der arabischen Welt. Ein Mann kann dort als Macho auf der Straße die ganze Zeit praktizieren. Kikiriki, ich hab den Größten. Gegenüber anderen Alpha-Männchen. Das darf auf der Straße, in der Öffentlichkeit ist das erlaubt. Aber habt ihr schon mal arabische Männer gesehen, die Schwelle zu der Wohnung ihrer Mütter oder ihrer Frauen übertreten haben? Dagegen ist der Begriff Pantoffelheld noch zu hoch gegriffen. Das ist das Problem. Und zwar die Analyse, es hat lange gedauert, ich bin auch nicht schnell drauf gekommen. Die arabische Mutter ist im weitestgehenden Sinne noch ungebildet. Also unsere intellektuelle Schicht ist ja wirklich marginal. Sie hat als Lebensversicherung, als Altersversicherung nichts anderes als ihre Söhne. Und deshalb erzieht sie sie in einer absoluten Abhängigkeit von ihr und reproduziert sich selber in ihren Töchtern. Wir brauchen also als erstes gebildete Mütter, damit wir überhaupt erstmal Individuen in der arabischen Welt werden. Das ist doch der Punkt. Ja, also und scheiß bevor, drauf, welcher bevor, Diktator da bevor, an der Macht ist. Bevor wir die ganze Zeit jetzt über arabische Bau und arabische Mutter philosophieren, wir haben jetzt eine Situation, dass die Diktaturen, und zwar überall in der arabischen Welt, ihre Länder in die wirtschaftliche und politische Ruinen geführt haben. Dass sie nichts, aber gar nichts getan haben, außer dass sie ihre Länder in Polizeistaaten verwandelt haben, weil sie den eigenen Bevölkerung nicht zugetraut haben, genauso wie sie dieser Bevölkerung nicht zutrauen, mit der Freiheit umzugehen. Weil sie Angst, irgendwann waren sie paranoid und haben sich in hohen Festungen gesetzt und sie wollten den Weg nicht frei machen. Und junge Menschen, die übrigens sich individualisiert haben, ich merke, dass sie den Zugang zu der arabischen Welt verloren haben. Es gibt eine neue Generation, die sich abkapselt von all diesen Legenden, die sie erzählen. Sie geht auf der Straße, riskiert alles. Es sind Frauen und es sind Männer und es sind die Mütter und die Väter und die Bauern von der Zukunft und sie wollen anders leben als die Generation ihrer Eltern, die Diktaturen und ihre, in Syrien gibt es 17 Sicherheitsapparate, die sich gegenseitig überwachen und sie können mir sagen, ja, dass Gott diese, dass Gott sei Dank haben sie 17... Nein, Gott sei Dank überwachen sie sich gegenseitig. Ja, und sie überwachen die Bevölkerung, sie foltern und sie verlieren kein Wort dazu und sie wollen, dass es so weitergeht, als würde man eine Ratte den Schlüssel zum Keller, wo Käse versteckt ist. Das ja, ist das. Ich verstehe das Beispiel. Wir verstehen das Beispiel. Und sie denken und sie trauen einem Diktator zu, dass er einen sanften Übergang ermöglichen kann. Das ist eine Utopie, die nie eintreten wird. Das ist immer ein Argument eines Diktators. Diktaturen sind nicht lernfähig. Diktatoren sind nicht lernfähig, sie müssen umgestürzt werden, egal wie. Und es gibt Menschen, die das versuchen und es gibt Menschen, die sich dagegen wehren und es tut mir leid, dass sie dazugehören, dass sie diese Menschen in den Rücken fallen, die gerade ihre Unterstützung hier brauchen und deine Unterstützung brauchen. Das sollen die Menschen selber entscheiden, ob ich ihnen in den Rücken falle, wenn ich eine andere Meinung vertrete. Ich freue mich, wenn diese Generation tatsächlich aktiv wird und heranwächst. In meiner Generation war das ja hier. Also ich habe ja diese End-60er, Anfang 70er auch zum Teil in Deutschland erlebt. Ich habe 1975 versucht, in Syrien eine grüne Partei zu gründen.
Wir damals gab es noch nicht die Leute, die mitgemacht hätten. Es hat sich niemand getraut, mit mir zum Ministerrat zu gehen und offiziell eine grüne Partei anzumelden, obwohl damals schon die Verfassung Söhne ein Mehrparteiensystem erlaubt. Ähnlich wie in der DDR mit den Blockflöten, aber man konnte. So, es gab noch nicht mal, wenn du sagst, inzwischen sind die Leute mutiger. Wir sehen ja auch, was passiert an Demonstrationen, glaube ich dir. Aber ich glaube nicht, dass es allzu signifikant ist, wenn wir nicht 300 Jahre warten, wie lange es halt hier in Europa gedauert hat, ne? Mit 100 Millionen Toten. Ich meine, dagegen sind noch die paar Leute, die wir haben, also wirklich vernachlässigbar. Das ist noch nicht mal so viel wie aber eine Nacht in Dresden. Aber wenn wir deiner Meinung sind, dann werden wir nicht 300 Jahre warten, sondern 3000, noch 3000 Jahre. Weil da verändert sich absolut nicht, weil die Diktatoren geben die Macht nur an ihre Kinder. Assad hat es an seinen Sohn gegeben und es hat sich nichts verändert. Syrien wurde ärmer. Ja, genau, jetzt hast du es aber gesagt. Warum hat sich nichts geändert? Ich meine, du musst doch zugeben, dass Bashar al-Assad ein anderes Kaliber ist als meinetwegen jetzt Gaddafi oder Mubarak oder sonst was. Er ist immerhin der einzige arabische Diktator, der es geerbt hat. Gegen seinen Willen, mehr oder minder. So. Warum sind damals nicht sämtliche europäischen Botschafter zu ihm hin, haben gesagt, du hast in London gelebt, du hast die Frau geheiratet, die du liebst, wir wissen, dass du weißt, wie wir ticken, mach Demokratie in deinem Land, wir unterstützen dich. Warum sind ihm die europäischen Länder in den Rücken gefallen, frage ich jetzt mal. Ich möchte, das führt jetzt die Diskussion in eine andere Richtung, denn okay. Wir sind noch nicht in Europa angekommen, das geht langsam. Alles klar. Natürlich sind deine Aussagen durchaus skandalös und deswegen führen wir die auch hier im Rahmen geben wir dem Raum im Rahmen einer Kulturveranstaltung und nicht einer klassischen politischen Diskussion. Dennoch möchte ich dich fragen, Hamid, hast du den Eindruck, dass auch wenn du mit seiner Position nicht übereinstimmst, dass er die Position einer kritischen Masse, einer politisch bedeutsamen Masse in der arabischen Welt, in dem Fall in Syrien, vertritt? Mit anderen Worten, was auch immer du dagegen einzuwenden hast, würdest du sagen, das ist eine einzelne verirrte Dissidentenmeinung oder stehen möglicherweise 50% der Syrer genau hinter dieser Position? Ja, auch wenn 90% der Syrer dahinter stecken, ist diese Meinung für mich irrelevant, Entschuldigung, weil diese schweigende Masse hat jetzt plötzlich eine Meinung. Wer hat Ihnen diese Meinung verleiht? Wer hat Ihnen diese Meinung geschenkt? Das ist die Revolution, das sind die jungen Menschen, die auf der Straße ihr Leben verloren haben. Deshalb darf jeder, gibt es jetzt auf einmal diese Selbstermächtigung, dass jeder seine Meinung sagt. Und eine schweigende Mehrheit hätte lieber geschwiegen oder sie hätte die Situation verstanden oder verstehen müssen, dass jetzt neue Zeiten angebrochen sind, dass man nicht rückwärts wieder zurückkehren sollte, dass der Diktator, der für diese Misere auch zum größten Teil verantwortlich ist, nicht ein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems ist. Und diejenigen, die Angst haben, und es haben viele Angst in Syrien, dass sich der irakische Szenario sich wiederholt, dass nach dem Sturz des Diktators, bürgerkriegsähnliche Zustände, Unruhen, Chaos herrschen sollten. Natürlich kann man auch davon ausgehen, dass es nicht reibungslos in Syrien nach Assad gehen würde. Ja, du hast auf deiner Facebook-Seite vor einigen Tagen geschrieben, nach dem Massaker von Al-Hola, egal was nach Assad kommt, jetzt muss er weg. Und da frage ich dich, wie hoch kann der Preis sein? Wie hoch kann der Preis sein, dass dieses Regime stürzt, dass die bewaffnete Opposition bzw. die Rebellen Rache nehmen werden, dass es einen Bürgerkrieg zwischen den Konfessionsgruppen geben wird? Wie hoch, welchen Preis kann man dafür bezahlen? Oder ist es einfach, geht es darum, politisch recht zu haben? Der Preis bezahlen die Syrer bereits schon seit dem 15. März 2011. Unaufhörlich jeden Tag fallen Opfer, so dass wir uns hier daran gewöhnt haben, 30 Tote in Syrien, auch heute nur 100. Das bezahlen die Syrer und die Syrer werden auch in der Zukunft weiterhin bezahlen. Allein die Angst vor diesem Chaos stört mich, weil wer hat die Zutaten für dieses Chaos überhaupt in Syrien zusammengelegt. Das war die Diktatur. Die Diktatur hat die Menschen daran gehindert, ein gesundes politisches Leben zu führen, ein gesundes wirtschaftliches Leben zu planen. Und jetzt haben wir Angst, dass das, was der Diktator sammelt Müll,
jahrzehntelang versteckt diesen Müll und will das nicht entsorgen. Und jetzt sind wir sauer, dass wir den ersten Geruch dieses Mülls spüren. Dafür sind die Aufständischen nicht zuständig, sondern der Diktator selbst. Und gerade deshalb muss er weg. Es ist ja relativ schwierig, Ahmed, in der derzeitigen Situation klar die Fronten zu sehen. Und wenn man die westliche Berichterstattung zu Syrien sich anschaut, dann ist mir zumindest eins aufgefallen. Jahrelang hieß es, Syrien ist ein Sonderfall. Da leben die Konfessionsgruppen seit Jahrtausenden in einer irgendwie geordneten Balance zusammen. Seit der Antike war Syrien so und so. So, vor einigen Wochen gab es in der Welt einen großen Artikel, wo der Autor die Ansicht äußerte, dass Syrien schon immer, seit Jahrtausenden ein Pulverfass gewesen sei und dass es immer schon Probleme zwischen den Konfessionsgruppen gegeben hätte und dass das jetzt eskaliert, was eigentlich schon seit Jahrtausenden im Argen liegt. Wo ist da, also wie beurteilst du diese Berichterstattung? Siehst du da klar? Ob ich klar sehe, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich möchte gerne zurückkommen, du hast es so nett gesagt, Anekdoten aus dem persönlichen Leben, das ist immer irgendwie greifbarer. In der 11. Klasse 1968 waren wir 61 Schüler. Das war die beste Oberschule in Damaskus, eine völlig normale staatliche Schule. Bei der ersten Stunde Islamunterricht haben 21 Schüler den Klassenraum verlassen. Da wussten wir, aha, das sind unsere nicht-muslimischen Klassenkameraden. Wir sind davon ausgegangen, dass es Christen sind, weil so die grobe Teilung war, ja, Muslime, Christen. Dann habe ich aber festgestellt, dass es nur 20 Christen bei uns in der Klasse gab. Dass diese 20 Christen aus sämtlichen Konfessionen stammen, also evangelisch, katholisch, römisch, orthodox, griechisch, orthodox, armenisch, römisch, armenisch und so weiter. Wahrscheinlich jeder von den 20 in einer eigenen Konfession. Das hat uns sowieso nicht interessiert. Jedenfalls habe ich rausgefunden, Nummer 21, sagt Harun Nachli hieß er. Er sagt, du bist kein Muslim. Nein. Also du bist auch kein Christ. Nein. Was bist du denn dann? Ich bin Jude. Ja. Und nach 10 Minuten hatte ich schon wieder vergessen. Also das ist die Realität, wie wir damals aufgewachsen sind. Es war Realität, dass jeder von uns zu Hause eine andere Sprache gesprochen hat. Bei uns zu Hause wurde Deutsch geredet. Mein Klassenkamerad in derselben Bank neben mir war Kurde. Hinter mir saßen Tscherkesse. Vor mir saßen Armenier. Jeder hat eine andere Sprache zu Hause gesprochen. Jede Mutter hat anders gekocht. Aber wir alle sind Damaszener und wir haben alle Arabisch miteinander gesprochen, als Lingua Franca im Grunde. Das ist die Realität, wie ich sie erlebt habe, wie sie mein Leben lang mich nostalgisch begleiten wird. Und ich würde mal sagen, für mich ist auch die Hauptmotivation, Hoffnung zu hegen, dass wir auch in Syrien, trotz der ganzen Probleme, auch die Sachen, von denen du geredet hast, wo ich dir recht gebe, bei der Wirtschaft nicht, aber bei anderen Sachen, dass wir trotzdem als Syrer alle zusammen eine Lösung finden. Und dazu gehören die Alawiten und dazu gehört auch die Familie Assad. Die sind genauso Syrer wie ich. Und ich möchte anstreben, als Utopie, als absolut eine Fantasie nur, eine Lösung mit ihnen zusammen und nicht gegen sie. Ich weiß, dass es verdammt schwierig ist. Ich weiß, dass es fast nicht realistisch ist. Aber wenn es irgendwo klappen könnte, dann in Damaskus, dann in Syrien. Es ist einer der Karten, mit denen auch der Diktator oder die Diktatur in der arabischen Welt immer gespielt haben. Sie sind die beste Garantie für den Schutz für Minderheiten. Das ist eine große Lüge. Ja, Diktaturen haben nicht Minderheiten geschützt. Sie haben die Gesellschaft in Sektionen aufgeteilt und sie haben nicht zugelassen, dass diese Gruppen sich wirklich kennenlernen. Dass es keine gesunde Kommunikation tatsächlich stattfindet. Dass Verschwörungstheorien entstehen. Das ist eine Arbeit der Diktatur, Arbeit der Geheimdienste, um immer diese Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Gruppen immer zu thematisieren, immer alles, weil ich kenne die ganze Rhetorik. Mubarak hat den Westen jahrzehntelang auch verkauft. Er ist der beste Schutz gegen Islamisten, er ist der beste Schutz für Minderheitsschutz. Ja, und diese intelligenten Europäer haben ihm das abgenommen. Diese wunderbaren Thinktanks, diese Leute hier. Wir sind aber nicht hier, um den Europäern irgendwas vorzuwerfen. Es gibt genug europäische Intellektuelle, die europäische Politik kritisieren und das tun wir auch sehr oft hier. Ja. Aber jetzt reden wir über Syrien und Ägypten. Richtig, und in Syrien
Wir können nicht einen Diktator verkaufen als jemand, der Minderheiten geschützt hat. Er ist jemand, der die Gesellschaft insgesamt in die Unfreiheit geführt hat und auch darunter leiden heute und werden in der Zukunft auch die Minderheiten leiden, dass das Richtige nicht rechtzeitig getan wurde. Hamid, mir ist in deinen Publikationen ein möglicherweise von mir selbst konstruierter Widerspruch aufgefallen und den möchte ich gerne mal klären. Du hast dich in den letzten Jahren mit dem Islam beschäftigt und bekamst dieses Label Islamkritiker verliehen. Du hast dem Islam, der islamischen Kultur und der islamischen Welt die geregelte Insolvenz des Islam verordnet oder empfohlen, was mich zu der Schlussfolgerung führt, dass du eigentlich die islamische Welt bzw. die Muslime nicht für demokratiefähig hältst. Das habe ich noch nie gesagt. Ich habe gesagt, der Islam. Und wir reden nicht jetzt über den Islam, über die Texte, über den Koran und seine Suren und Exegesen. Wir reden über Menschen. Und Menschen, ich habe nie meinen Glauben an die Umwandlungsfähigkeit, Transformationsfähigkeit der Menschen verloren. Ich habe gesagt, was ihnen im Wege steht. Veraltete Denkweise in Bezug auf Religion, Herrschaftstreue, all das, wofür Herr Ahmed dann plädiert, das waren Zutaten, die dazu geführt haben, dass die arabische Welt in die Stagnation eine Weile geblieben ist. Aber du machst ja nicht an der arabischen Welt fest, du hast es ja an der islamischen Welt festgemacht. Ich habe es an der islamischen Welt. Und wie kann in einem Land, deinem Land, aus dem du kommst, ja, damit meine ich nicht Bayern, sondern Ägypten, ein Land, das tief religiös ist, in dem die islamische Religion sehr, sehr tief verankert ist, und zwar eine konservative Spielart dieser Religion. Woher kommt dein Optimismus, dass dieses Land sich jetzt demokratisch entwickeln wird, wenn du in deinen Büchern oftmals behauptet hast, dass der Islam dem so fundamental im Wege steht? Die Revolution kam trotz Islam. Und die Reform wird auch kommen, trotz Islam. Die Reform wird nicht kommen, indem man anfängt, jetzt Koransuren so umzudrehen und Koranversen so an Koranversen herumzuschreiben, bis sie an der Moderne gepasst haben. Die Reform kommt, wenn man die Spielregeln der Rechtsstaatlichkeit respektiert. Hast du das Gefühl, dass deine These vom Untergang der islamischen Welt durch die Ereignisse des letzten Jahres überholt wurde? Es ist mir egal. Ich habe das Buch 2010 geschrieben als eine Warnung und ich habe gesagt, wir steuern auf eine Katastrophe. Ich habe im gleichen Buch aber von der Facebook-Generation gesprochen, die anders leben will, aber man lässt sie nicht. Die wollen ausbrechen und wenn sie nicht friedlich ausbrechen können, habe ich in meinem Buch geschrieben, dann wird das mit Gewalt passieren, durch bürgerkriegsähnliche Zustände, dann wird der Staat den Einfluss auf die Menschen verlieren, die Kontrolle über die Menschen verlieren und dann werden die Menschen die Kontrolle über sich selbst verlieren. Und das, was kam als eine Bewegung, hat mir Hoffnung gegeben, dass diese Individualisierungsprozesse sich durchsetzen, dass wir einen dritten Weg gehen können. Nicht nur immer die Diktatur in militärischer Form oder in religiöser Form, sondern dass eine Generation transzendenter wird und diese Spielregeln verlässt. Und wir erleben in der Tat die Selbstermächtigung einer jungen Generation, die nicht sehr viel Einfluss der Religion in der Politik haben will. Ich will nicht, dass die Menschen ihren Glauben verlieren deshalb, sondern dass dieser Glaube nicht als Mittel der Diktatur, nie wieder als Mittel der Diktatur verwendet oder benutzt wird. Und dieser Glaube wurde Jahrhunderte als Mittel der Diktatur verwendet worden. Ahmed, ist der Sturz des Assad-Regimes auch das Ende eines säkularen Systems in Syrien? Bist du davon überzeugt, dass es danach ein islamistisches Regime in Syrien geben wird? Überzeugt bin ich nicht davon. Mathematisch gesehen müsste man, also die Wahrscheinlichkeitsrechnung zufolge, müsste man davon ausgehen, weil die islamischen Gruppierungen, Oppositionelle, jetzt in Gänsefüßchen gesagt, die einzigen sind, die in den letzten Jahrzehnten sich strukturiert haben, organisiert haben, die auch eine gewisse Erfahrung haben von dem, was eigentlich die grundlegende Basisarbeit ist von jeder Partei oder von jeder politisch aktiven Gruppe.
sei es jetzt Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser oder sowas. Ne? Also das heißt, sie sind in Berührung mit dem Volk, sie wissen, was das Volk wollen, es gibt da nicht so eine Trennung. Und deshalb ist natürlich sehr hoch, höchstwahrscheinlich, also zumindest in Ägypten gehe ich schon davon aus, Tunesien, möglicherweise dann auch später Marokko, ja. Syrien, ja, wie gesagt, die Sunniten sind zwar die Mehrheit, aber selbst die Sunniten an sich sind keine homogene Gruppe. Die arabischen Sunniten sind letztendlich aufs Land umgebrochen, auch nur eine Minderheit, weil zu den Sunniten gehören die Tscherkessen. Zu den Sunniten gehören eine Menge Kurden, zu den Sunniten gehören Turkmenen, also ethnisch völlig andere Gruppierungen. Und ja, also ich glaube nicht, dass es die Islamisten werden, oder ich hoffe nicht, dass die Islamisten werden. Nur mathematisch gesehen müsste man rangehen, müsste man eigentlich sagen, ja. Also wie die Hochrechnung hier vor den Wahlen. Die gehen ja auch sagen, okay, gucken, fragen ein bisschen und so und geben dann einen Entscheid. Und meistens stimmt ja. Ich wollte zwei Sachen noch kurz erwähnen, bevor die völlig in den Bach runtergehen. Einmal die wirtschaftliche, Abwirtschaften der Systeme durch Diktatoren. Ich meine, die Diktaturen sind ja nichts anderes als der harte Kern der Kleptokratien. Die sind ja das eigentliche Problem, aus meiner Sicht, wirtschaftlich gesehen, weil sie einen unglaublichen Anteil aus dem Bruttosozialprodukt der Gesamtbevölkerung absaugen, ohne wieder zu investieren. Ist dann aber nicht interessant, dass zum Beispiel das syrische Pfund im Laufe der letzten 30, 40 Jahre nicht einmal abgewertet worden ist, aber in dem ach so demokratischen Israel dreimal der Schekel abgewertet worden ist? Und in Ägypten haben keine Diktatoren. In Ägypten gab es auch, als Mubarak gestürzt war, hatten wir in Ägypten 6,5% Wachstum in Ägypten. Das ist kein Argument für eine gesunde Wirtschaft. Wir hatten Wachstum, aber wir hatten keine Massenbeschäftigung von jungen Menschen. Die wirst du auch nicht kriegen, auch nicht mit dem demokratischen System. Mehr. Nein. Wenn die Wirtschaft nur eine Clique bevorzugt, wie die Clique von Gamal Mubarak und Ala Mubarak in Ägypten. Ja, eben, und die Clique von Rami Maalouf in Syrien, der Cousin von Assad, ja, der die wichtigsten Telekommunikation- und Wirtschaftsbranchen in der Hand hält, dann profitieren immer nur wenige. Richtig. Und egal wie sich die Währung entwickelt, wenn die Bevölkerung, wenn dieses Reichtum nicht auf die Bevölkerung verteilt wird, wenn das nicht in neue Arbeitsplätze übersetzt wird, dann ist das für mich keine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. Zurück zu der ersten Frage, ist das Ende eines säkularen Systems in Syrien? Das System in Syrien ist diktatorisch. Punkt. Man versucht das damit zu schmücken, dass dieses System säkularischer ist als das, was danach kommt. Säkularisierung an sich ist keine Tugend. Es sei denn, diese Säkularisierung wird mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verbunden. Und das war nie der Fall in Syrien. Und es gab nie Anzeichen dafür, dass es der Fall in Syrien sein wird unter Assad. Deshalb gilt das für mich nicht als Argument, wir waren säkular und wir würden jetzt islamistisch. Hitler und Stalin waren auch säkular und zwar nicht so toll. Du plädierst für eine militärische Intervention in Syrien. Bist mit dieser Meinung nicht allein in Europa? Unter politischen Entscheidungsträgern hört man oft den Satz, eine militärische Intervention, aber nur mit der Zustimmung von China und Russland, was auch so viel heißen könnte, wir brauchen das gar nicht zu diskutieren. Glaubst du nicht, dass der Preis einer militärischen Intervention, oder sag mal so, gibt es einen Preis, der höher ist als der Wert einer Demokratie, beziehungsweise als der Sturz eines diktatorischen Regimes? Es gilt für mich der Schutz von Menschen, die sich nicht wehren können. Genau wie in Ruanda, wie in Bosnien, ist auch die Situation in Syrien eindeutig. Ein Diktator schießt auf Wehrlose und sterben täglich Menschen, auch viele Frauen und Kinder. Und die internationale Gemeinschaft kann nicht die Hände in den Schoß legen. Man sollte natürlich alle möglichen Mittel verwenden. Und es gibt in der Tat viele Möglichkeiten wirtschaftlicher Art, politische Sanktionen und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist es die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, ist auch die Verantwortung der Nachbarn von
Syrien, die Türkei zum Beispiel. Also ich bin für eine Intervention unter Federführung der Türkei, alles muslimisches Land, in Syrien, um die Bevölkerung von diesem Diktator zu befreien. Warum, wir sagen, warum soll aber, es ein muslimisches Land sein, das da sagen, die moralische Führung übernimmt? Ja, das ist bestimmt, es gibt traditionelle Beziehungen, Nachbarschaft natürlich, und es gibt viele Menschen, die in beiden Grenzgebieten leben, die entweder Syrer oder Türken sind. Das macht die Sache leichter, und das Image von Erdogan in der arabischen Welt ist viel besser als das Image von Frau Merkel oder Obama. Auf der anderen Seite, ich höre sehr oft, diese Intervention könnte das Land in den Bürgerkrieg tatsächlich stürzen. Ich sage nein, keine Intervention wird garantiert Syrien in einen Bürgerkrieg stürzen. Warum? Wenn die Syrer tagtäglich von dem Diktator beschossen werden und keine Hilfe kommt von außen, auf wen werden die sunnitischen Syrer dann angewiesen? Auf Saudi-Arabien und Katar, dann werden sie von Saudi-Arabien und Katar Unterstützung bekommen. Ist das nicht dann längst wird der Fall? Das Regime, ist das Szenario nicht längst Realität? Ja, deshalb sage ich ja. Aber das wird dann in höchster militärischer Form. Das heißt, dann irgendwann werden die Aufständischen Flugzeuge bekommen. Jetzt haben sie einfache Gewehrmaschinen. Aber wie werden wir das so haben, wenn von Iran und von Russland Unterstützung für Assad die ganze Zeit da ist und von Saudi-Arabien und Katar militärische Unterstützung. Dann ist Bürgerkrieg tatsächlich ein Szenario, und dann wird das Land Jahrzehnte braucht, um sich zu heilen. Aber der Diktator muss jetzt gestürzt werden, genau wie der Diktator in Libyen gestürzt war. Natürlich bin ich nicht mit der Situation in Libyen jetzt glücklich, aber ich sage, die Situation in Libyen ist jetzt trotz allem viel besser als zu Zeiten von Gaddafi, weil Gaddafi war kurz davor, die Stadt Benghazi in Schutt und Asche zu legen, und Assad wird das auch langsam tun müssen, je länger der Druck auf ihn wächst. Ahmed, kannst du dir vorstellen, dass in Syrien die Menschen eine militärische Intervention unter Federführung der Türkei mehrheitlich bevorzugen würden? Nein. Das wird jetzt so ein Luke-Willy Brandt-Interview. Da ist eine lange Frage und dann kommt nichts. Kannst du gar nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das ist jetzt eine kurze Frage für eine lange Antwort. Ich gehe ganz einfach von meiner persönlichen Befindlichkeit aus, wie ich mich als Syrer, also ich habe auch die syrische Staatsbürgerschaft, zusätzlich zu irakischen und deutschen. Also ich bin gegen die doppelte, aber für die dreifache. Der Punkt ist der, wenn es diese Probleme so gibt, wie sie derzeit in den Medien oder wie auch Abdesammer sie jetzt darstellt, wenn sie so sind, unbeschadet und unwidersprochen, lasst uns doch einfach machen. Ist doch schließlich unser Bier. Oder? Als Syrer. Ich meine, lass uns doch machen. Wir haben bisher 9000 Tote etwa, ne? Ja, so circa. Und man kann sagen, ein Drittel sind Angehörige von also Soldaten, Sicherheitskräfte, Geheimdienste, ein Drittel sind bewaffnete Rebellen und ein Drittel sind kollateral. Also jetzt wollen wir nicht Statistiken fälschen. Das ist ein Mittel der Diktatur, das stimmt überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Die Mehrheit der Toten in Syrien waren Zivilisten, das ist die eine Tatsache. Der Toten ist Hören keine, Sie sind doch keine auf, Zivilisten. Diese Propaganda stinkt langsam. Ja, eben, genau das sage ich nämlich von meiner Seite aus auch. Genau, die Propaganda stinkt und stimmt nicht. Jeder einzelne von diesen Toten, egal auf welcher Seite, ist eine Tragödie. Aber 9000 zusammen heißen Kollateralschaden. Das ist aber der weltweite, also sagen wir, einen solchen Satz hat, glaube ich, Assad mal gegenüber Peter Scholl-Latour. Er hat gesagt, wenn es hier einen Bürgerkrieg gibt, da können Sie an jede Totenstatistik noch 2 Nullen ranhängen. Ist das wirklich dein Ernst? Dass 9000 Tote ein Kollateralschaden sind? Wir reden also über den Preis einer Intervention. Ja, du hast auch Abdesammer nach dem Preis gefragt. Er hat dir aber keine Zahl genannt. Ich sage dir, dass 9000 Tote für einen revolutionären Schritt eines Landes nach so einer langen Diktatur relativ wenig sind. Ja, es werden können wir ein paar mehr leider. Können wir das Thema jetzt wechseln und woanders, bevor ich wirklich richtig... Also du darfst gerne wütend werden, das ist schon in Ordnung. Haben Sie die Bilder von den Kindern, die gerade
ermordet sind, in Hülle? Haben Sie gesehen, was da passiert ist? Auch andere das kann nur sind unter einer Diktatur gesehen. Stattfinden. Das kann nur unter einem Diktator. Und egal wer geschossen hat, der Diktator, wenn er so einen Mord nicht verhindern kann, dann muss er abhauen, dann ist aus er ein Verbrecher. Dann ist er auch politisch verantwortlich, auch wenn er nicht die Befehle, und ich bin mir sicher, dass er die Befehle dafür natürlich gegeben hat. Hamid, ist die eine ägyptische Lösung denkbar für Syrien? Ich denke mir nicht, dass du zufrieden bist. Heute wurde das Urteil gegen Mubarak verkündet und gegen seine Entourage sehr milde. Kannst du dir vorstellen, dass es in Syrien ein Szenario geben wird, dass der Präsident symbolisch für alle verurteilt und in Ruhestand geschickt wird und das System bleibt, die Militärherrschaft bleibt? Ein Neuanfang kann niemals mit dem Diktator und mit erfolgen und mit so einem Diktator schon gar nicht. Aber reden wir nicht um die Symbolfigur jetzt mehr. Dann muss erstmal der Diktator weg, dann kann man über die Zeit danach sprechen. Aber mit ihm und mit seiner Clique kann man einen Neuanfang überhaupt nicht wagen, weil das ist nur eine Wiederherstellung des Regimes. Das ist ein Mittel der Konterrevolution immer, dass man den Diktator mit einbezieht und seine Clique, die eigentlich für die Misere jahrzehntelang verantwortlich waren, sie sind nicht daran interessiert, dass Aufklärung stattfindet. Sie sind nicht daran interessiert, dass die Zeit der Diktatur verarbeitet wird. Sie sind nicht daran interessiert, dass neues Blut ins politische Spiel gebracht wird. Nein, deshalb muss der Diktator gestürzt werden. Helfen Sie uns, Herr Hamas, den Diktator friedlich zu stürzen, dann brauchen wir keine also den friedlichen Austausch des Systems bearbeite ich seit 1975. Konkret man sieht mit großem Erfolg. Ich bin nicht erfolgreich gewesen. Das kannst du mir nicht anlasten, dass ich nicht erfolgreich gewesen bin dabei. Wie sehen denn eine friedliche Lösung aus? Du kannst mir anlasten, dass ich, wenn ich es nicht probiert hätte. Ja, friedliche Veränderungen, alle möglichen Ebenen. Also bis hin mit den Leuten zu sprechen, aktiv zu sein, für ein Umdenken, für eine Veränderung auf allen Ebenen. Zu einem da Sie von ist den es, Bauern dass ich gesprochen in Syrien haben. Sie haben von immer. Den Bauern gesprochen. Ja? Jeder Bauer weiß, wenn ich ein Stück Land beackern will und dieses Stück Land ist versteinert und vergiftet, dann gelten bestimmte Prozedere, bevor ich überhaupt neue Pflanzen da rein tue. Das heißt, es muss neu gepflügt werden und Unkraut und Gift muss raus. Richtig, habe ich alles schon mal gemacht. Dann man kann einpflanzen. Aber Sie sind dafür, Sie sind für Stagnation, Sie sind dafür, dass alles beim Alten bleibt, dass der Diktator der Vater bleibt und aus seiner Gütigkeit heraus dem blöden Volk ermöglicht, die Erfahrung mit sich selbst zu machen. Welcher Diktator haben Sie im Sinn? Welches Beispiel aus der Geschichte haben Sie im Sinn? Keins. Hitler, Stalin, na ganz bestimmt Mubarak, nicht. Gaddafi. Wer hat aus sich aus? Aber ich habe die Fantasie, mir vorstellen zu können, dass es auch mal was Neues geben kann. Fantasie ist ein Luxus in einer Zeit, wo Menschen jeden Tag sterben, Herr Hamas. Ich denke immer, diese Facebook-Gruppe, Menschen, diese Jugendlichen, die haben ihre Energie gerade aus der Fantasie gewonnen. Aus der Möglichkeit, neu zu denken. Das ist doch das Problem. Wir müssen doch erstmal bei uns im Kopf anfangen, anders zu denken. Ich habe in Syrien nie meine Klappe gehalten. Und die Realität ist dort noch nicht mal so, wie man sie jetzt sarkastisch sagen würde. Mensch Jungs, haltet die Klappe, der Geheimdienst kann euch hören. Nein, in Syrien kam dann jemand, Mensch Jungs, ihr habt ja recht, aber nicht so laut, ich bin vom Geheimdienst. Diese Bürgernähe, die hatten wir dort. Das war vielleicht so, ich weiß nicht, ich habe nicht in der DDR gelebt, aber was ich so gehört habe von ein paar Leuten in der DDR, wo in jeder Familie irgendwie letztendlich doch eine IM war und alle wussten, wer IM war, erzählen wir nichts anderes. Das war in Syrien ähnlich. Es ist sehr, sehr viel danach gestrickt worden. Mit den Leuten reden, weil ich glaube an die Menschlichkeit jedes einzelnen Menschen, inklusive Bashar al-Assad. Ich sage Ihnen etwas, damit wir über ein anderes Land sprechen, weil ich sehe, wir kommen nicht weiter. Ich werde Sie bald daran erinnern, was wir heute gesagt haben. Ich sage Ihnen, wann? Die Verniedlichung von Diktaturen und von deren Geheimdienst hat niemals funktioniert und Sie werden sich, entschuldigen Sie, sich schämen für diese Position in kurzer Zeit. Das glaube ich nicht, weil das sind ja biografische Elemente. Warum soll ich mich meiner Vergangenheit schämen? Das ist das, was mir passiert ist, was ich erlebt habe. Aber Abdus Samad,
Ich habe eine Lösung für uns beide. Hast du das Buch von Emil Habibi, der Pessoptimist, gelesen? Aus Palästina, es sind die Araber von 48, die also in Palästina oder in Israel geblieben sind, auch heute israelische Staatsbürgerschaft haben. Und Emil Habibi, ich glaube, er ist Libanese, hat dieses Buch geschrieben über einen, der eben ja diese Biografie hat. Und das Buch heißt Der Pessoptimist. Die Übersetzung ist ziemlich beschissen, mal ganz ehrlich. Aber es gibt ein Theaterstück, was Mohammed Bekri auch hier in Berlin uraufgeführt hat, damals im Bundestag. Das heißt auch Der Pessoptimist. Die Übersetzung dieses Theaterstückes befindet sich auf meiner Homepage. Also unter Pessoptimist landet man sofort drauf. Es ist so fantastisch, weil es sagt genau diese Verbindung, die Realität, die arabische Realität. Warum Pessoptimist? Er beschreibt das. Die Mutter beklagt, ach ja, mein Sohn ist jetzt gestorben, aber ach, wie gut, dass er jetzt tot ist. Ist doch viel besser, als wenn ihm seine Frau durchgebrannt wäre mit einem anderen Mann. Ist das Pessimismus oder ist das Optimismus? Das ist etwas, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Und das ist den Menschen, die leiden in Syrien, nicht gerecht. Wir sollten ein bisschen dann ein Stück weiter gehen. Du konterkarierst brutale politische Realität, habe ich den Eindruck, mit einem gewissen romantischen Bild. Absolut. Lachend. Aus deiner ganz persönlichen Erfahrung heraus transportierst, man könnte so sagen, die, ich will nicht sagen Altersgroßmut, die allmählich sich einstellt. Alt-Hippie wäre genauso gut, das aber Wort. Geht das wirklich? Kann man wirklich Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Und wenn ich es mir vorstellen kann, warum soll ich es dann nicht auch ausdrücken? Ich bin jedenfalls Das ist eine Generation, die uns zweimal bestraft hat. Eine Generation, die jahrzehntelang uns bestraft hat mit dem Schweigen und jetzt bestraft uns, indem sie Unsinn redet. Das ist die Realität. Okay. An diesem Punkt mache ich einen Schnitt. Und Christian Römer hat mich gerade gebeten, dem Publikum jetzt Gelegenheit zu geben, hier Position zu beziehen. Beziehungsweise Fragen zu stellen oder Meinungen zu sagen. Keine Vorträge zu halten, aber ich glaube, da hinten ist ein Mikrofon. Ah, ist es an? Wir wollten das Wort einmal einem unserer Gäste geben, und zwar Herrn Magdi El Shafi. Magdi, I think you're going to do this in English, right? Okay, I'll do my best. I liked the dialogue and how you run it. But I didn't like the idea, in fact, that the people are afraid from the political balance in Syria. The West is afraid. What if Iran came? America is afraid what will happen to Israel. The Arab Saudi Republic is afraid from these Shiite, and they want to dominate. And this is not the core of the problem. The core of the problem is these Syrian people. We have to get back to the values of these revolutions. What were they from the beginning? And to give some minutes of time to just put them in mind. These revolutions were against the domination and power of dictators, military dictators, religion dictators, capitalist dictators. If we just give a chance for our people to digest this and absorb it, it would have been much more better than to put reason for a dictator. Why is he a dictator? And why should he be left? This is not going to help anybody. What is going to help not only people in the region, but maybe people all over the world to think again about the relation of this very simple human, very simple mankind and his relation with his regime, with his government. Is it fair or not fair? That's the basic question. It's not too much for the Syrian people to get killed for asking such a question. Thank you. Vielen Dank, Magdi. Der Mann, der gerade gesprochen hat, für diejenigen, die eben bei der Ausstellungseröffnung nicht waren, kennt sich mit staatlicher Repression und der revolutionären Bewegung sehr gut aus. Er ist nämlich der
Autor dieser Graphic Novel, die dort auf der Galerie ausgestellt ist, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Na, selbstverständlich. Thank you very much, Magdi, for this. That's exactly the point. Many people forget the fact that this revolution in Syria started by young people who were secular, by the way. It didn't start as a civil war between the Islamists and the regime of Bashar al-Assad. And he brutally oppressed this revolution from the beginning. And John F. Kennedy said something which is real. Those who make a peaceful revolution impossible make a violent revolution inevitable. Diejenigen, die eine friedliche Revolution unmöglich machen, machen eine gewaltsame Revolution unvermeidbar. Und das sind die Diktaturen. Ja, vielen Dank. Lieber Daniel, ich muss leider sagen, dadurch, dass wir jetzt noch zwei große, große Panels hören und sehen werden, obwohl es reizt, eine große Publikumsdiskussion zu machen, muss ich dich höflich bitten um die Ab- und Anmoderation, damit wir einfach auch noch den anderen Gruppen, die wir heute hören werden, den Künstlern, die hier sind, Gelegenheit geben zu sprechen. Wir haben natürlich jetzt in der Pause Zeit, darüber weiterzureden. Daniel, entschuldige bitte meine Intervention. Machen Sie es, Sie müssen es kurz mal, weil ich habe hier gerade vom Chef schon einen Hinweis auf die Uhr bekommen, sonst verliere ich meinen Job. Fragen Sie mich. Das syrische Volk ist ja nicht jetzt komplett isoliert. Es werden ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten Einflüsse finden ja statt. Nicht nur, dass die Leute rausreisen, andere Situationen, andere Gesellschaften kennenlernen oder sowas. Aber ich möchte einfach eine militärische Intervention in Syrien möglichst vermeiden. Das ist in erster Linie Sache. Und ich hoffe, wenn die Generation, die junge Generation das schafft, wunderbar. An der Hinsicht bin ich vielleicht eher ein bisschen pessimistisch, weil ich kenne die Syrer nun wirklich mein ganzes Leben lang. Und als ich versucht habe, eine Wohngemeinschaft mit ein paar jungen Leuten zu machen, war keiner, hatte den Mut, bei Mama zu Hause auszuziehen. Hat sich das verändert? Nein, das hat sich noch nicht verändert. Da fehlt noch was. Wir brauchen noch 50 Jahre mindestens, eine Generation. Aber jetzt Kampf, ich glaube nicht, dass es Sinn führt. Der Satz, Wenn Sie das tatsächlich glauben, dann ist es eine Strafe genug für Sie. Der Satz, ich kenne die Syrer mein ganzes Leben. Damit kann man natürlich, das ist natürlich ein Totschlagargument. Wir kennen uns selber kaum. Das soll ich jetzt abmoderieren, lieber Christian. Ob Ahmed Ramaz das nicht schon längst getan hat. Nein, ich danke auf jeden Fall euch beiden, Ihnen für diese sehr offene, sehr klare, dem Umstand und dem Thema angemessen, auch polemische Diskussion. Und eins haben wir auf jeden Fall heute erreicht, dass niemand müde geworden ist. Und wieder die Müdigkeit ist ja auch das Motto dieser Veranstaltung. Wir hören jetzt noch einmal das Ensemble Olivum. Nein, Daniel, wir machen jetzt eine Pause von 10 Minuten. Ja. Und dann werden wir auf dem Podium sehen Kunst im Umbruch mit Adrian Göhler, Free Leisen, Borka Pavicevic und Aida El Torie. Das wird hier losgehen in 10 Minuten. Und zur Erfrischung und zur weiteren Stärkung, um nicht müde zu werden, haben wir noch Kaffee und Getränke draußen. Wir werden die nächsten beiden Podien mit Simultanübersetzung machen. Das heißt, Sie können sich ab sofort die Kopfhörer, die hier ausliegen, mitnehmen. Dann wird es hier weitergehen in 10 Minuten. Vielen Herzlichen Dank. Danke.